Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt zum Spiel wieder Outlast. Ja, das ist jetzt zwar kein neues Projekt, aber ja, es ist halt ein altes, was ich jetzt wieder weiterführen wollte, weil ich wieder Bock auf das Spiel hatte und deswegen habe ich es mir jetzt wieder geholt und deswegen werden wir es jetzt wieder zocken. Und damit würde ich sagen, neues Spiel beginnen. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Ja, sehr geil. Wir wünschen dir viel Spaß. Ja, danke. Juhu, es sind jetzt zwar ziemlich viele schlimme Dinge, aber ey, ist egal, wir wünschen dir trotzdem viel Spaß mit unserem Spiel. Ach, und die gute alte Ladezone, die früher mal bei mir abgeschmiert ist, aber jetzt irgendwie nicht mehr scheint abzuschmieren. Vielleicht liegt es am anderen Aufnahmeprogramm. Wer weiß, wer weiß. Leider dieses Mal ohne Facecam, weil ich die gerade gar nicht angeklemmt habe, aber. Ey, yo. Was soll man tun? Okay, ich höre den Intro-Ton, aber das Intro ist nicht da, sondern ein Ladebildschirm. Geil. Yep. Oh ey, cool, der Ladebildschirm ist weg. Oh mein Gott, wir befinden uns in einem Auto. Und dieses Auto fährt. Oh, wir können uns, oh Gott, wir können uns umgucken. Okay, Maussensibilität, niemals davon gehört, aber auch egal. Nun, wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Ja, wir fahren, 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 Entschuldigung. Genießen wir doch das schöne FM 1079 Radio, das ist doch ganz schön. Und ich meine, nachts fahre ich natürlich gerne zu einsam verlassenen Irrenanstalten, das, ja. Ich meine, komm, selbst als Pressemitarbeiter sollte man ja eigentlich wissen, ach egal. Ist okay. Massive Asylum. Asylum, wie auch immer. Ja komm, zoom noch näher ran. Jumpscares included, oder wie? Hoffentlich passt das jetzt auch mit dem Ton. Ich habe dir jetzt ein bisschen runtergestellt, weil das wirklich extrem laut war. Aber, ah ja gut. Alter, ich wäre schnellstmöglich wieder weggefahren. Ohne Flachs. Oh ja. September. 17. September 2013. @mutemail.com. Geile E-Mail. Aber okay, danke dafür. Und Batterien, ja, und unsere Kamera, ja, die Kamera ist toll, die Kamera ist nämlich unser Freund, weil die Kamera gibt uns Sicht, weil, ne, genau, Kamera, und diese Kamera hat auch noch einen Nachtsichtmodus sozusagen. In diesem Nachtsichtmodus können wir dann halt in der Nacht sehen, ja, wer hat's gedacht. Und uns von Viechern erschrecken lassen, was natürlich auch toll ist. Auto abschließen oder so. Egal. Parkschein, egal. Notizen sehen wir mit N ein. Haben wir jetzt keinen. Ist auch noch das Anfang vom Spiel. Ist das Anfang vom Spiel, genau. Und gesammelte Dokumente wie das Ding eben, was wir da gefunden haben, sammeln wir, beziehungsweise öffnen wir mit J. Ich spiele das Ganze mit Maus und Tastatur, weil, keine Ahnung, Controller-Mensch bin ich eher so für Emulatoren. Ja, mit der rechten Maustaste öffnen wir halt unsere Kamera. Ich sag schon immer öffnen. Und mit F öffnen wir den... ich immer öffnen. Benutzen wir den Nachtsichtmodus. Damit nehmen wir halt auf, wenn wir mehr aufnehmen, dann haben wir auch bessere Chancen, höhere, irgendwie das Spiel in höheren Prozentzahl oder so durchzuspielen, fragt mich nicht. Aber, ja, Camcorder, immer schön hier aufnehmen, immer alles auf Tape halten. Oh. Ja, den Leuten auf Viewport wird das sicher gefallen. Okay, nein. So, hier haben wir wahrscheinlich Militärleute, weil das sieht ziemlich militärmäßig aus hier. Oh, oh, oh. Okay, hier ist der Haupteingang. Versuchen wir mal einzutreten. Oh, ist abgeschlossen. Das ist nicht gut. Hört ihr das? Sind das Schritte? Okay, lieber nicht. Tschüss. Lalala. Alter, der stöhnt ja schon schlimmer als... Ach, egal. Ja, ich weiß nicht mehr, kriege ich. Danke. Ist speichert. Lass mich raten, diese Tür da funktioniert nicht oder wählt ein Jumpscare. Ich bin ja für Jumpscare. Also, dass es passieren wird. Okay, nö, aber man kann da irgendwie reinlooken, das ist lustig. Oh, man kann zoomen. Wie wunderbar. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Maus nach oben und Maus nach unten hinein und hinaus. Ja, das habe ich auch gemerkt. Oh Gott. Hör bitte auf mit dieser Musik. Hör bitte auf, Spiel, das ist ja echt räudig. Echt schlimm, ey. Ich hasse solche Musik bei solchen Spielen, ey. Das ist... Hör auf! Gott! Ich krieg ja gleich einen Herzinfarkt.
Ja, geil. Vielen Dank aber auch. Ich weiß ja nicht, ob ich da jetzt so reingehen will, ne? YOLO! YOLO hat's gebracht. Ich meine, ist ja nicht so als... Ah! Oh Gott. Hi Fernseher, wie geht's? Ah, ein Murin-Fernseher, kann ich nur empfehlen. Sehr schön für Herzinfarkte. YOLO! Du gehst zu, der Fernseher ist mir unsympathisch. Tschüss. Alter. Ich raste aus. Blut ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Ich glaube, ich will da rein. Ich weiß auch nicht. In Belüftungsschächten finde ich mich irgendwie immer sicher. Das ist irgendwie so eng und da kann... Wow. Hi. Nichts Fettes, Tödliches rein irgendwie. Oh Gott. Was ist das denn für einer? Oh, okay. Tschüss. Ja, cooler Typ. Auf jeden Fall. Geiler Mann. Alter, ich sollte mal einer fegen, ey. Das ist echt schlimm. Oh, entschuldige die Krankenwagen-Sounds, ey. Das ist richtig... Oh, Alter. Da hinten war schon wieder einer. Boah, ich weiß ja nicht, was wir alles so auf diesem in diesem Let's Play begegnen werden, aber das ist... Wow. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ich glaube, das kann ich schon. Hallo? Alter. Ah, dieser Schrei erschreckt mich immer noch. Hi. Na, wie geht's? Weißt du, obwohl ich das eigentlich schon kenne, erschreckt mich dieser Schrei einfach immer noch. Und du kannst reden. Okay. Okay. Hör mal auf mit den Drogen, Mann, dann ist alles gut. Okay, cool, war schön, dich kennengelernt zu haben. Ich weiß nicht, wo dich dieser fette Typ lang geht. Alter, der wäre schon krass, ne? Alter. Ich weiß nicht, dass der da direkt vor der Tür steht und wir sind direkt tot. Und Verfolgungsjagd mag ich nicht. Wartet mal. Ich glaube, da... Ist das in meinem Mausleser? Entschuldigung. Ich will nicht, dass meine Maus gleich einfach so crazy ist und dann... Okay, lieber weg hier. Lieber ganz schnell weg hier. Wow. Alter, ja. Oh, lecker, lecker. Du siehst geil aus. Sahne. Du siehst schön aus, Mann. Wow. Moment, bist du das? Oh, oh mein Gott, bist du das Deadlifty Soest? Bist du das? Ich hab mich auf imacusexy.com angemeldet, ich schwör's. Tight! Okay, scheint so, als wären die Sit-Ups zu schwer gewesen für uns. Verdammt, Deadlifty Soest hat uns und wird uns vergewaltigen. Na, scheiße. Scheint, wir kommen wieder zu Kräften. Wunderschön. Okay, neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um was auch immer. Dein Notizblock hat sich auf Tabulat. Okay. Nervenheilanstalt, Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich an diesem Ort, wenn ich mir diesen Ort anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen. Und 2009 von Murkoff was auch immer. Ihr könnt ja Pause machen und euch das dann durchlesen. Aber ich gucke gerade mal auf den Timer und sehe, dass wir noch kaum Zeit haben. Deswegen würde ich sagen, das war ein richtig spannender Anfang, wieder zurück ins, um wieder zurück ins Spiel zu kommen. Outlast macht mir richtig Spaß und ist ein richtig geiles Horrorspiel in meinen Gedanken sozusagen. Und hoffentlich gefällt euch das neue, alte, remakte Projekt auch, was ich jetzt auch durchziehen werde. Und ja, dann würde ich sagen,
Hoffentlich hattet ihr Spaß an diesem Video, genau wie ich. Und dann, ja, das ist mein Timer. Hallo Timer, wie geht's dir? Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss.